Ach ja, so. So hatte die Emily wieder was für uns. Haben einen Teil des Isolationssektors in den Höhlen gefunden, aber hier gibt es keine Verschiebungen. Komisch. Okay, nichts Neues. Es sollte wieder los. Stimmt, der Astralriss schließt sich nicht selbst. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, unsere Aufgaben. Wir haben doch noch die Ausweise. Wir haben noch nicht alle Ausweise, oder? Es fehlen noch. Es fehlt noch einer. Ah, nein. Hab ich denn übersehen? Ich würde das halt doch schon gern haben, wenn ich da schon war. So, wir machen mal die... Was haben wir denn noch für Fähigkeiten? Hier, Schweben kann ich verbessern. Stärkerer Schild übernehmen und Psi-Schlag. Wobei, den Psi-Schlag benutze ich so gut wie nie. Habe ich ja schon öfters erwähnt. Ah, da kann ich aufschlagen. Ich glaube, Schild würde langsam auch mal Sinn machen, das zu verstärken. So, dann noch einen stärkeren Schild. So. Dann haben wir noch einen Punkt. Übernehmen. Den hebe ich mir aber mal auf. Was, wenn der Schild losgelassen wird, schleudert er Schutt auf die Gegner in der Nähe. Ja, 3 Punkte. Ich glaube, das mache ich dann auch irgendwann noch. So, wir müssen... Hä? Hey, hatten wir hier nicht noch irgendwas gerade eben? Ich muss zurück ins Lagerhaus. Warum das? Lagerhausaufgang, Lagerhaustunnel. Ich gehe mal zum... Ich gehe einfach mal zum Tunnel, um zu gucken, ob ich noch den letzten Ausweis finde. Der müsste ja theoretisch noch irgendwo hier rumliegen. Ah, jetzt kann ich mich hier durchschießen, wenigstens. Diese Richtung muss ich. War hier, genau, hier kann ich noch mal gucken, vielleicht liegt hier noch was rum. Ach, ich dachte, ich komme um einen Kampf drum rum. Na super. Ich sehe es kommen, dass ich hier sterbe. Ah, nicht darunter fliegt. Oh. Ach, verdammt. Okay, das ging ja doch einigermaßen gut. Jetzt mal gucken, hier geht's zum Lagerhaus. Genau, passt es ja. Ein Ausweis fehlt noch. Wo ist er? So, jetzt überlege ich gerade mal, ist der irgendwo hier in diesem Schacht drin? Oder liegt der außen irgendwo im Außenbereich?
Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich kann ja jetzt eigentlich in jedes Stockwerk fahren. Da kann ich mich hier nochmal umschauen. Ah, das Ding ist schon groß. Es dauert schon lang, bis der Aufzug mal da ist. So, mal ganz nach unten fahren. Wir versuchen mal von unten nach oben das Ding hier zu durchsuchen. Okay, also hier waren wir schon. Das ist... Okay. Liegt es vielleicht hier draußen noch irgendwo? Dieser Ausweis auf diesem großen Feld. Ah, guck mal hier. Ah, da ist er. Na bitte. Was ist für ein Ausgrabungsingenieur? Warum haben so viele Leute ihren Ausweis hier unten gelassen? Verschaffen dir mit den Ausweisen Zugang zum Aufzug. Habe ich mir das jetzt unnötig geholt? Ich habe ja das alles schon gemacht. Ach so, Moment mal. Hier. Ach, muss ich jetzt wieder gucken, wie was wohin gehört. Das kenne ich doch vom Hauptspiel. Da gab es auch sowas. Hier steht 1. 1. Was ist das? Ich probiere einfach mal aus. So, aber erstmal, hier war doch irgendwo noch ein Dokument. Das lese ich mir noch kurz durch, oder? Hier ist noch was. So. Ash, Antrag abgelehnt. So, was haben wir denn hier? Dr. Ash, als leitender Ausgrabungsbeamter fällt es in meine Zuständigkeit, das Forschungsteam zu unterstützen. Ich habe Ihnen also die Maschine für dieses lächerliche Sandforschungsprojekt besorgt. Allerdings fällt die Sicherheit der Truppe auch in meine Zuständigkeit. Wissen Sie, wie oft wir hin und her marschieren mussten, bis der ganze Bulldozer in Einzelteilen da unten war? Und wissen Sie, wie viele meiner Leute wir dabei verloren haben? Kleiner Tipp, viel zu verdammt viele. Was mich zu meinem heutigen Anliegen bringt. Ich schreibe Ihnen diesen Brief, da dieses Formular heute auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Anscheinend brauchen Sie einen leichten Militärhubschrauber für 1 bis 2 Mann, um den großen Bereich voller Säulen aus der Luft beobachten zu können. Ich wette, Sie haben keinen Gedanken daran verschwendet, wie viel Zeit, Geld, Mühe und Blut uns dieses Spielzeug kosten würde. Es tut mir schrecklich leid, Sir, aber ich werde meine Männer keinen weiteren Monat durch diese Todesfalle da oben marschieren lassen. Gott im Himmel, diese Leute haben Familien, auch wenn sie sie kaum mehr zu Gesicht bekommen. Antrag abgelehnt. Louis McNeary. Der Staubschicht nach zu urteilen, hat hier unten seit Jahren niemand gewischt. Nicht mal Arti. Sieht ihm nicht ähnlich. Hier steht aber auch eins drauf. Aufzug, der bestimmt total sicher ist. Und Platz in jedem Terminal für einen Ausweis. Aber welcher gehört wohin? Ich glaube, ich muss mir die Ausweise vielleicht nochmal genauer angucken. Also, wir haben irgendwelche Symbole. Wir haben verschiedene Gruppennummern, Seriennummern und, verschiedene Arbeitsplätze bzw. Sicherheitsfreigaben.
Head of Research, Security Chief. Hank Wilder, Marcus Talbot, Louis McNeary. So, jetzt muss man doch irgendwie rausfinden können, wer wo was gemacht hat. Oh nein, sagt bloß, hier sind jetzt Gegner erschienen. Aber ganz kurz, ich muss gerade mal was gucken. In den Optionen, Anzeige, natürlich hat sich es wieder auf 4K gestellt. Habe ich ja nicht eingestellt. Ich weiß nicht, warum sich das jedes Mal verstellt. So. Macht's kurz ruckel, ruckel, jetzt soll es eigentlich wieder gehen. Ja. Ah, und schon viel besser. Ich gucke mir jetzt gerade noch die Schreibtische hier an. Vielleicht sagen die noch irgendwas aus über diese Ausweise. Security Chief. Also Sicherheit. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte mir denken, Sicherheit. Hier liegt eine Waffe rum. Vielleicht ist das hier für die Sicherheit. Ich probiere einfach mal, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt Idee. Ah, hier Karte, ja. Hier sind Karten, das heißt Kartografie. Dann was haben wir hier? Spitzhacken, irgendwas, Bergbauausrüstung. Ich könnte mir denken, Physik ist es nicht, Research, hier vielleicht das da, mit dem Bagger. Engineer. Hier sind Akten, was haben wir hier? Head of Research, Physik. Ich glaube, das hier könnte Physik sein. Ah, wunderbar. Alles richtig. Ach, jetzt können wir nach unten fahren. Kellerlabor. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Siehst du? Ich hätte doch glatt vergessen. Ach du Schande. Oh nein. Autsch. So, wo ist er denn? Hier. Ja, noch einer. Oh, was haben wir denn hier? Ach, von der Astralebene. Wo rennt hier denn noch einer rum? Hallo, wo bist du? Ich höre immer noch Kampfmusik. Da muss noch einer irgendwo sein. Hä? Wir drehen einfach mal an den Rädern. Schwere
Da liegt hier noch was rum. Ein Dokument oder so irgendwas? Immer auf der Suche. Ich bin da immer auf der Suche. Da liegt aber nichts mehr rum. Ich glaube, da haben wir alles möglich aus dem Weg geräumt. Dann müssen... Okay. Was? Designerin für Prozedere Gips, was? Nein! Gegen was muss ich hier kämpfen? Oh oh. Autsch. Oh oh. Boah, was? Jetzt wird es etwas knifflig hier. Na? Boah, das ist ja wie so ein Schneidbrenner. Das ist ja fies. So, wo ist er? Hier. Sehr schön. Und nicht einmal gestorben. Das ist doch wunderbar. Das ist doch toll. Da freue ich mich. Ah, klasse. Richtig Pro-Gamer. So, okay. Sieht aus wie der Nagel. Ja. Okay, Dokumente haben wir hier wieder. So, was steht hier? Northmore, letzte Warnung. So, von Direktor Northmore an Dr. Theodore Ash Jr. als Direktor des FBC und ernannter Repräsentant, Verbindungsmann, Wohltäter der Autorität des Rates fordere ich Sie dazu auf, sich unverzüglich aus dem Fundament zurückzuziehen. Bereits erfolgte Anweisungen an das gesamte Personal im Fundament dienten dem Zweck, sämtlicher Mitarbeiter umgehend in die oberen Stockwerke des Hauses zu verlegen. Diese Anweisungen wurden von allen befolgt, außer Ihnen. Ich deute dies als fehlenden Respekt vor meinem Amt und vor dem Rat. Wir sind in diesem Haus nur Gast und sollten uns entsprechend verhalten. Normalerweise zöge ich solche Gehorsamsverweigerungen, die sofortige Entlassung nach sich, aus Respekt vor ihrem verschiedenen Vater soll dieses Schreiben nun meine letzte Warnung sein. Der Rat und Direktor Ash haben mich als Nachfolger seines Amts ernannt und ihre Launenhaftigkeit wird daran nichts ändern. Ihr Verhalten impliziert, dass sie es besser wissen, besser als ich selbst und damit auch besser als der Rat. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass dies nicht sein kann. Hochachtungsvoll, Direktor Broderick Northmore. Hallo Ratti, auch ein Willkommen an dich. Schön, dass du reinschaust. So, dann haben wir noch hier. Ist das ein Code? Ich kann kein Wort lesen. Ich bringe es zu Emily und sag ihr, dass ich Ashs Geheimlabor gefunden habe. Ja. Das werden wir tun und das trifft sich sogar sehr gut. Dann werde ich hier nämlich auch langsam schon zum Ende kommen. Das ist schon kurz vor 6. Ich gehe noch zu Emily und gucken, was die für uns hat. Lagerhauseingang war doch das, genau. Ich glaube, ich habe hier alles gefunden, ja.
So, wir porten uns mal zu Emily. So, Schnellreise. Und zwar war das hier im Knotenpunkt. Och, das ist doch auch gut. Wenn man sich da entspannen kann und dabei einnickt. Ich sag ja, das soll ja auch so ein bisschen zum Runterkommen sein, zum Abschalten. Ist ja alles stressfrei. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Die Emily. Ich habe Ashs Labor gefunden. Super. Erzähl mir alles. Und zwar ganz genau. Also, da war noch eine Höhle. Die Wände waren vollgemalt mit Augäpfeln. Die Forschung schien sich dem Studium einer Art kleineren Version des Nagels zu widmen. Das Material war dasselbe wie hier oben, nur die Form war anders. Bist du sicher, dass es keine funktionierenden Prototypen gab? Oder wenigstens Schemata? Dr. Ash war ein sehr versierter Ingenieur. Nein, sorry. Aber ich habe diese handschriftliche Notiz. Wow, Ash hatte eine richtige Sauklaue. Helden können enttäuschen, was? Sieht aus wie eine transkribierte Konversation zwischen Ash und einem gewissen F. Oh, wie pikant. Zum Entziffern werde ich Tage brauchen. Oder Wochen. Hast du schon mal daran gedacht, Urlaub zu nehmen, Emily? Machst du Witze? Das ist mein Urlaub, Jesse. So, Errungenschaft freigeschaltet. Innerbehördliche Kooperation. So. Aber was mir schon die ganze Zeit hier auffällt, schon während der ganzen Zeit, wo wir hier jetzt Control spielen, die Stimmen jetzt von hier Jesse und von der Emily kommen mir richtig bekannt vor. Ich glaube, die Stimmen kamen auch mal bei Half-Life vor, Half-Life 2. Die Jesse hat die Stimme von der Alex und die Emily Pope von der... Ah, das ist auch so eine Doktorin, wo da mitmacht. Hey, Andy! Ah, alles klar. So. Du kommst hier richtig zum Schluss. Ich wollte jetzt gerade Ende machen. Nochmal kurz meine Fähigkeiten durchschauen, ob noch irgendwas zu machen ist. Fähigkeitenpunkte habe ich 4. Ah, der Gerste. Wann fängt der denn an? Um 6? Um 6 Uhr? Dann werde ich doch da auch mal rübergehen, wenn der Gerste online kommt. Jetzt gucke ich mal. Ah, ich kann das Schild verstärken. Eigentlich ja. Okay. Lässt er sich Zeit, der Gute. Gleich mal beschweren. Wenn er online kommt. Gleich mal beschweren im Chat. Hey, was soll das? Warum bist du zu spät? Ja. Ich weiß nicht, ob... Ist er da so zuverlässig? Ich weiß es nicht. So, also hier geht's glaube ich auch noch weiter. Ah, alles klar, okay, na dann. Dann ist es ja normal. So, also die Fähigkeitenpunkte haben wir jetzt verteilt. Jetzt fehlt glaube ich noch Astralwerkstatt. Ich glaube hier kann man auch noch was machen. Warte mal, was haben wir denn hier? Entfernter Gedanke. Nee, da fehlen noch uns diese... keine Ahnung, diese komischen... Ja, wie soll ich sie nennen? Power-Ups? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, die gibt es nur oben. Ich glaube, hier unten im Fundament kriege ich die nicht. Ich glaube, ich muss auch mal wieder hochgehen. In die normale Behörde. Nicht hier unten im Fundament rumkrebsen. Ich glaube, ich gehe mal hoch zur zentralen Verwaltung oder zentralen Geschäftsleitung. Da kann ich dann wahrscheinlich doch noch ein paar Sachen mehr machen.
So, dann gucken wir mal. Also, wir haben. Okay, Knotenpunkt. Atrium. Ja, wir haben hier im normalen Hauptspiel auch noch ein paar Sachen, die wir noch nicht erkundet haben. Das können wir auch irgendwann machen. Das ist ja. Also, ich sage ja, das ist ja sowas von umfangreich, hätte ich nicht gedacht. Und ansonsten, Andi, wie ist es? Fertig mit Arbeiten? Warst du überhaupt arbeiten? Oder hast du frei gehabt? So, ich glaube, hier kann man noch was machen. Ah, das ist natürlich super. Alles klar. So, Outfits kann ich hier wechseln. Genau, ich kann hier, was kann ich hier machen? Goldener Anzug. Büroassistentin. P7. Ich glaube, ich bin mal wieder demnächst als normale Zivilistin unterwegs. Lassen wir es mal so. Unser Standardoutfit von Anfang an. Direktorin hat's abgeschaltet. Kein Problem. Das ist ein riesiger Sieg. Riesig. Wieder ein Monat Elternzeit vorbei und arbeiten. Ah! Ja! Sowas geht leider viel zu schnell immer vorbei. Also, sprich Freizeit und so weiter. Alles, was Spaß macht. Ist so. Oh, da liegt auch noch was rum. Abweichung der Veränderungen. Was haben wir hier? Ein Befall des Zischens manifestiert sich in vielen Formen. Einige Werte bleiben größtenteils unverändert, während andere kaum noch als menschlich erkennbar sind. Was bestimmt das Niveau der Veränderung? Ist es die Dauer des Befalls? Es könnte einfach ein Evolutionsprozess sein. Und jedes Wesen steht für eine Wachstumsphase in einer nicht entdeckten Entwicklung, die wohin führt. Darüber hinaus besitzen Zischerwesen verschiedene paranatürliche Fähigkeiten. Wie haben sie das erreicht? Erhalten sie die Fähigkeit durch befallene Objekte der Macht? Haben sie einen hochtalentierten Parautilitarier befallen? Und ihren Zugang zu paranatürlichen Fähigkeiten über ein Netzwerk von Wirten verteilt, die vom Zischen befallen sind. Als Wissenschaftlerin erdrückt mich die schiere Angst der Fragen. Es ist schwer festzustellen, wo wir anfangen sollen. Was ist die dringendste Frage? Wie töten wir sie? Das scheint ein guter Anfang zu sein. Vollständiger Bericht in Akte. So, ich glaube, das Zeug ist noch alles vom Hauptspiel. Ja, hier sitzt auch wieder die Emily. Die müsste ja normalerweise unten im Fundament sein. Jesse, schön dich zu sehen. Wir halten Dylan in der Isolationszelle fest, wie du angeordnet hast. Ja. Mein medizinisches Personal führt gerade Tests durch. Und ich kann dir später die Details erläutern. Abgesehen davon, wie geht's weiter? Da der Dia-Projekt ausgeschaltet ist, kann kein Zischen mehr eindringen. Aber wir müssen mit denen fertig werden, die hier sind. Die Quarantäne kann erst aufgehoben werden, wenn sie komplett vernichtet wurde. Wenn das Zischen ausbricht, wäre alles verloren. Alle auszulöschen wird eine Weile dauern. Ich tue, was ich kann, aber meine Forschungen gehen langsamer voran, als ich es gerne hätte. Ich glaube, da kann ich helfen. Ich mache dich mit sofortiger Wirkung zur Forschungsleiterin. Verwende alles, was die Behörde zu bieten hat. Jede Ressource, jedes vertrauliche Datenfitzelchen, um einen Weg zu finden, das Zischen endgültig auszusperren. Das ist im Ernst? Ich meine, ja. Ja, ich kann sicher, ja, ich nehme an. Du machst das schon. Außerdem gibt es keine anderen Alternativen. Es ist mir eine Ehre, Jesse. Wirklich. Danke. So, das war's hier. Okay.
So, hier kann ich, glaube ich, keine neuen Waffenformen mehr herstellen. Ich glaube, das ist genau dasselbe hier oben. So, in der Werkstatt. Modifikationen? Nee. Waffenformen? Nee, da fehlt es hier. Das funktioniert nicht. So, dann reisen wir mal wieder ins Fundament. Dann können wir nächstes Mal im Fundament einfach weitermachen. Höhlensystem, Lagerhaus, Knotenpunkt. Also hier liegt auch nichts mehr rum. Meistens liegen ja nach solchen Aufgaben wieder irgendwo Dokumente rum. Ist jetzt hier aber aktuell nicht der Fall, so wie es aussieht. Nichts mehr. Liegt vielleicht da drin im Container noch was rum? Wenn hier noch was rumliegt, dann könnte man ja hier... Ach, das ist das Tonband, das hatten wir schon. Funken Sie uns einfach an, wenn Sie Hilfe brauchen, Direktor. So. Nein, hier ist auch nichts mehr. Gut, dann haben wir hier alles und machen dann nächstes Mal hier weiter. Ich glaube, wir haben noch andere Missionen. Was haben wir hier denn eigentlich? Ach, das sind diese Gegenmaßnahmen. Im Stichmodus. Ach, das könnte ich auch noch machen. Erreiche den Höhlenpfad, erreiche den Rand der Schlucht. Das können wir auch noch machen. Also nicht jetzt, sondern nächstes Mal. Wo muss ich denn eigentlich dann hin? Das ist hier... Das ist, ah, hier drüben Forschungsstation Gamma. Und den Rand der Schlucht. Ach, das ist ja gerade hier im Moment. Den Rand der Schlucht. Wir sind doch gerade hier. Dann machen wir das doch mal kurz. Das kann ja gar nicht so viel sein hier. Da waren wir doch letztes Mal schon. Schweben wir halt mal da runter. Mal gucken, was da unten auf uns wartet. Hä? Ich glaube, hier war mal letztes Mal auch schon. Es hat aber nicht so viel gebracht. Nee, da gehe ich nicht runter. Das sieht mir hier nach Tod und Verderben aus. Ach so, ich glaube, ich muss wieder da hoch, aber nee. Dann mache ich das nächste Mal. Ich hätte gedacht, ich kann hier einfach mal da runter und dann geht es hier mal kurz weiter. Ich glaube, ich muss dann aber da hoch. Aber heute nicht mehr. Müsste ich hoch, glaube ich. So, hat sie noch was für uns? Ich glaube nicht. Kristalle, Malereien, rostiger Sand. Dieser Ort ist eine Forschungsgoldmine. So, okay. Bevor es hier ewig hin und her rennt und uns nicht weitergeht, lasse ich es einfach mal. So, jetzt gucken wir mal. Wo schicke ich euch denn jetzt weiter? Nee, also von den Leuten... ist keiner online.
Alle Tests am Nagel führen nur zu unsinnigen Ergebnissen. Tja. Ein paar meiner Instrumente sind schon kaputt. Also wenn Gerste jetzt, pünktlich gewesen wäre, hätte ich pünktlich rüber raiden können. Aber dann schicke ich euch so halt nach Hause. In den Feierabend. Abend. Genau, wenn. Dann ist es halt so. So, okay, dann wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und danke fürs Dabeisein, fürs Mitmachen im Chat und ja, generell für den Stream. Und dann sieht man sich das nächste Mal wieder und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, gute Nacht, je nachdem, wann ich hier, ob ich das Ding hier überhaupt irgendwann mal online stelle, noch mal gucken. Und ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.